Hallo ihr Lieben. Ich habe mir heute den Erdem geschnappt. Heute macht er mit mir sein liebstes Rezept aus der Zucker-Challenge. Chocolate-Chip-Cookies natürlich. Yeah, los geht's. So Erdem, unser Rezept für die Chocolate-Chip-Cookies ist wirklich einfach. Wir nehmen jetzt unseren Puderzucker, das pulverisiertes Erythrit und Zuckerleit, und nehmen davon 70 Gramm und schlagen den jetzt mit unserer Butter auf. Und dann kommt mein Freund der Mixer zum Tragen. Dann kommt als nächstes unser Ei erstmal dazu. Und vielleicht noch der halbe Teelöffel Natron. Dann kommt jetzt das linke Vollkornmehl rein und ein ganz kleines bisschen von dem Salz. Herzlichen Dank, der Herr. Bitte. Und was darf nicht fehlen? Naschen. Erstmal noch die Schoko drauf. So. Oh, lecker. Toll, oder? Ja. Ich geh das nochmal unter. Darf ich? Du darfst. Solange du uns was übrig lässt. Lecker, ja. Jetzt kannst du die, den Teig mit dem Löffel einfach hier so ein bisschen aufs Backblech raufkleckern. Test. Ja, das machst du sehr gut. Und dadurch, dass in den Keksen die Butter enthalten ist, werden die im Ofen so ein bisschen auseinandergehen und ein bisschen verlaufen. Aber genau so sollen ja Cookies aussehen, oder Erdem? Ja. So, wir bringen das Ganze jetzt in den Backofen und dann sehen wir uns zum Probieren wieder. Ja. Erdem, ich bin zurück. Ja. Ich habe uns einen Keks mitgebracht. Super. Einen großen Keks. Wollen wir mal probieren? Ja, bitte. Also es ist erstmal sehr, sehr fluffig, so ja. Sogar, ne? Sehr fluffig. Und duftet wie ein Cookie. Super. Richtig lecker. Ihr Lieben, wir essen unseren Cookie jetzt noch auf und freuen uns auf nächste Woche. Tschüss. Tschüss.